Der Wind, der durch die Bäume weht, flüstert eine schwache Melodie im Rhythmus der Schritte der Soldaten. Der schmale Gebirgspass erscheint unheilvoll und abweisend. Und doch umgibt ihn eine friedvolle Aura, die Minamotos Vorhut beruhigt. Die einfachen Soldaten stöhnen, als plötzlich starker Regen einsetzt und der Boden sich in ein tückisches Meer aus Schlamm verwandelt. Nur die kampferprobten Samurai bleiben ruhig. Ihre Ehre ist ihr wichtigstes Anliegen. Und die hängt vom Erfolg ihrer Mission ab. Vorräte zur belagerten Stadt Kurikara zu bringen. Nach Jahren der Ungerechtigkeit erklärte der Minamoto-Clan den offenen Widerstand gegen die Dominanz der niederträchtigen Taira, was zur Teilung Japans führte. Fürst Minamoto kontrolliert den Osten, während sein Cousin Yoshinaka das Grenzgebiet hält. In den 2,5 Jahren des Krieges sind die Taira nahezu unaufhaltsam vorgerückt. Ihre Armeen greifen Kurikara von 3 Seiten aus an, während Hilfstruppen den Leuchtturm auf der Halbinsel Noto einnehmen, der die Meerenge zum Toyama-Golf überwacht. Samurai patrouillieren auf allen Straßen nach Kurikara und die feindliche Versorgungslinie reicht bis nach Kyoto, der Hauptstadt des Reiches. Diese Schlacht wird den Krieg entscheiden. Wenn Kurikara fällt, strömen die Taira ungehindert ins Kernland der Minamoto und sichern sich den Sieg. Wenn Kurikara standhält und die Taira bezwungen werden, wird sich das Blatt wenden und Minamoto könnte vielleicht sogar bis zu den Toren Kyotos vorrücken. Donner krachte, als Blitze wie Speere den Himmel durchdrangen. Von den Mauern Kurikaras zurückgeworfen, trat die Taira-Armee in Panik den Rückzug an, während Minamoto einen Sieg nach dem anderen errang. Rauch stieg aus den feindlichen Lagern auf und wehte nach Kyoto als dunkler Schatten des Untergangs, der sich auf die Bewohner der Stadt legte. Minamoto dankte den Göttern, machte Halt und lagerte vor Kyoto. Tagelang feuerten Belagerungswaffen auf die Mauern der kaiserlichen Stadt, bis ihre einst großen Burgen in Trümmern lagen. Als das Haupttor fiel, strömten Samurai in die Stadt, während Minamoto triumphierend am kaiserlichen Palast sein Banner aufstellte. Die Macht der Taira war gebrochen und ihre Hauptstadt erobert. Eine aussichtslose Rebellion hatte triumphiert. Es sollte noch 2 lange Jahre dauern, doch Minamotos Talent als Anführer sicherte den Sieg in der Schlacht von Danura, beendete den Genpei-Krieg und läutete die neue Ära des Kamakura-Shogunats ein.